Die Bilder, nicht vollständig verifizierbar, sollen russische Soldaten in der Stadt zeigen. Wo sie entstanden und ob sie echt sind, niemand kann das sagen. Und das Netz ist voll von mutmaßlich zurückgelassenen Fahrzeugen, überrumpelten Einheiten. Einigen fehle Essen, anderen der Sprit. Überprüft auch diese Bilder nicht. Ob diese Aufnahmen dann das Ergebnis dieser Konfrontationen zeigen, ist wiederum kaum verlässlich zu ermitteln. Verlassene Panzerruinen der Russen sollen dies belegen. Ob es stimmt, nicht nachprüfbar. Bilder einer Überwachungskamera, die russische Soldaten beim Plündern eines Ladengeschäfts zeigen sollen. Auch dies ohne Nachweis und ohne Ortsangabe. Auf belarussischer Seite ebenfalls Aufklärer in der Luft, das Video nicht verifiziert. Diese Zahlen sind ebenso wenig zu überprüfen wie die Twitter-Bilder der ukrainischen Milizen, die ihrem Gegner deftige Flüche und üble Verwünschungen entgegenschleudern, oder das Video des ukrainischen Militärs, das den Drohnenangriff auf einen russischen Konvoi zeigen soll.